Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr das vierte Abi Battles Challenge Badge in Supergolf bekommt. Und dafür gehen wir erstmal in Supergolf hinein. Ich habe auch schon geprüft, es bringt nichts, es auf einem Privatserver zu versuchen. Ihr müsst das Badge auf dem öffentlichen Server machen. Das bedeutet, ihr geht durch dieses Portal durch, dann auf Go und dann geht's rein in irgendeinen öffentlichen Server. Das sollte aber an sich nicht das Problem sein, denn wie ihr das Badge bekommt, sage ich euch gleich, wenn wir dann in Supergolf drin sind. So, ihr wählt euer Gerät aus. Geht dann unten links auf Play und das ist natürlich absoluter Müll. Also gehen wir wieder raus und gehen einfach nochmal neu in Supergolf rein, weil wir wollen die Cybermap spielen. Alle anderen Maps bringen uns nichts, wir müssen Cyber spielen. Wählen nochmal Maus und Tastatur aus und das ist auch nicht Cyber. Die Leute voten für die falschen Maps, also rejoinen wir wieder. Und ihr müsst so lange rejoinen, bis ihr auf der Cybermap seid und die sieht auch nach Cyber aus, die hier ist nicht Cyber. Und dieses ganze Server-Rejoin ist wirklich das anstrengendste von allem, weil was wollt ihr machen? Was ihr machen könntet, ist natürlich hier ins Spiel reingehen und dann diese blöden Maps hier durchspielen, um am Ende dann durchzuvoten. Hier, okay, hier sind so 9 Löcher. Ich spiele jetzt diese 9 Löcher durch, um am Ende für die Cybermap zu voten. Das Blöde ist, ihr müsst auf jeden anderen Spieler warten, bis der auch fertig ist mit dem Loch. So, letztes Loch abgeschlossen mit 100.000 Schlägen, wie ihr seht. Aber wenn dann endlich dieses blöde Ding hier durch ist, können wir für eine neue Map voten und dann nehmen wir natürlich Cyber. Heißt natürlich, wenn der andere Spieler dann auch endlich mal fertig ist mit seinem Run. Dankeschön. Nice, ich habe gewonnen. Jetzt gehe ich auf Zurück und wähle Cyber. Cyber, ganz wichtig, dass ihr für Cyber votet. Dann spielen wir nämlich Cyber. Und in Cyber müsst ihr einfach nur einen Score von unter 88 schaffen. Das heißt, versucht so wenig Schläge wie möglich zu brauchen. Und wenn ihr unter 88 oder in unter 11 Minuten schafft, aber in unter 11 Minuten wird noch schwerer, weil andere Spieler mitspielen, dann habt ihr es geschafft, Jungs. So, das waren schon mal 2 Schläge. Wenn wir für jede Map 2 Schläge brauchen, super easy. Es gibt 18 Löcher und diese 18 Löcher müsst ihr in unter 88 Schlägen schaffen. Und wenn ihr dann das letzte Loch abgeschlossen habt und unter 88 Punkten habt, was ich geschafft habe, kriegt ihr hier unten ein Abzeichen für Abi Battles und noch ein weiteres Abzeichen. Ich habe 2 Abzeichen bekommen. Cyber gewinnen und Abzeichen Abi Battles Season 3. Achso, nice. Dann könnt ihr Supergolf auch schon verlassen, wieder in Abi Battles reingehen und angekommen in Abi Battles könnt ihr dann wieder zu den Event Badges gehen. Und wenn ihr da ankommt, wird euch auch gezeigt, dass ihr die Supergolf-Challenge abgeschlossen habt. Yeah! So einfach ist es. Wie gesagt, auf Privatservern funktioniert es nicht. Es muss auf dem öffentlichen Server sein. Jetzt klickt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!